Drei Fun Facts zur Mario Kart Reihe, aber du weißt bestimmt nicht, welcher erfunden ist. Go! Zum Beispiel wusstest du nicht, dass Donkey Kong gar nicht Teil des allerersten Rosters war. Der Fahrer, den man in Super Mario Kart wählen kann, ist nämlich Donkey Kong Jr. Erkennt man an diesem ikonischen Shirt. Ab Mario Kart 64 war es dann erst unser DK. Aber du wusstest nicht, dass in der original japanischen Version von Super Mario Kart Peach und Bowser sich einfach mal so richtig geben, oder? Ich meine, die saufen sich hackedicht. Ich persönlich finde es ja sehr schade, dass sowas verändert werden muss und feiere diese beiden abgestützten Figuren hier total ab. Ach, unsere Gesellschaft hat teilweise echt einen Stock im Arsch, ne? Aber auf was du auf gar keinen Fall wusstest, ist, dass Mario Kart Double Dash eigentlich auch Fahrer aus Diddy Kong Racing zum Freispielen featuren sollte. Es gab schon Konzeptzeichnungen und Missionen fürs Freischalten, aber durch Lizenzprobleme musste das Vorhaben dann gestrichen werden. Schade. Das waren drei Fakten zur Mario Kart 3, aber welcher ist fake? Ab in die Kommentare!